Moin Leute und willkommen zurück zu Start auf die Karte mit Fatty Mac Schnorrer LP. Dieser hört da gleich auf zu blinken. Ich hasse dich. Und Fuba. Warum hast du eigentlich so ein Fadenkreuz auf deiner Brust? Oh oh. Wo siehst du denn du ein Fadenkreuz? Das ist für mich ein Schädel. Ja, war auch nur ein Spaß. I hope nothing heard that. Wie er hier die Tür aufhaut, ey. Oh. Der Krankenwagen sieht auch nicht mehr so gesund aus. Ach. So, du weißt wohin, oder? Zu meiner Markierung. Okay. Oh, hier ist eine Seuchenprobe. Doch nur eine Seuche. Das ist aber auch so ein Fetti. Ja, deswegen. Scheiß drauf. I wonder if this is what hell feels like. Kriegen wir ja wieder, da liegt ja gleich, wenn wir zurückkommen, wieder da. Da ist ein Seuchenherz drin. Ja. Is this as fast as we can go? Okay. Was ist das hier für ein Laden, ey? Wir müssen das nur taktisch klug machen diesmal, ne? Kann man hier hochklettern? Oh ja! Das ist ja, ob hochklettern so schlau ist. Na wieso? Bisschen draufhauen, dann verziehen, wenn die ganzen ankommen und von oben ausschalten. Okay, ich glaube, sie kommen. Ja, sie kommen. Wo kann ich denn hier auch? Einfach rangehen und klärt, also. Von der Seite, von der Seite. Ich höre. Von der Seite. Wichtig sind die Roten. Aber hier ist einer mit einem Helden vor mir. Aber die ruckeln auch ein bisschen. Kannst du mal den hier mit dem Helden wegmachen? Hast du den? Jetzt, ja. Oh, ohne Helm und ohne Gurt. Noch mehr. Von links. Was, der mit dem Helm ist jetzt rot? Nein, ohne Helm und ohne Gurt war Achievement gerade, da, als ich den abgeknallt habe. Aber hier kommen irgendwie so viele. Ja. Achso, das war eine richtige Granate. Lol. Lol. Ich dachte, das wäre so ein Ablenker. This is my last mag. Neben mir sind noch welche. Ich geh mal draufhauen. Also ich habe jetzt auch noch nur 20 Schuss. Ja, ein paar Schuss habe ich noch, aber ich glaube, wir müssen hier aber auch mal draufhauen. Und schon wieder infiziert, ey. Leck mich doch am Arsch. Nein! Der ist mir auf den Rücken gehüpft, als ich hochgeklettert bin. Der ist mir auf den Rücken gehüpft. Hast du die Seuchenproben eingesammelt? Ja. Hat nee? Ja, ha. Oh oh. Oh oh, ich brauche Hilfe. Ja, ich bin ja auch gerade beschäftigt. Bin fast tot, ey. Zur Not geh ins Auto. Oder warte, ich versuche die zu überfahren. Oh, da komme ich nicht durch, scheiße. Ich schieße ja die noch ab.
Ich gehe nochmal draufhauen. Aber der Strich bei solchen Proben ist fast komplett voll. Du meinst bei der Seuche, nicht bei der Probe. Ja. Sehr gut. Kommt hier noch mal was hin? Nee, die sind doch dann automatisch mal weg. Okay. And that someone is my good friend, Raymundo Santos. Aber der Strich ist fast auf komplett voll. Down there, Lily. I'm no miracle worker. Don't be modest, Ray. I can't imagine a Trumbull Valley without you there keeping watch. Ja, immerhin Schrauben bekommen. Toolkit habe ich jetzt, dann können wir die andere Karre erstmal noch reparieren. Ja, und die hier? Die ist ja auch fast kaputt. Ich pack dir mal Ressource Benzin hier hin. Ich habe nämlich noch einen André von. Impro Schalldämpfer hier und was. Hast du gehört? Was dann? Ja. Hier ist noch ein großer Rucksack drin, hellgrün. Nehmen wir mit. Hier die Benzinressource. This load is quite heavy. Natürlich, natürlich. So, habe ich hier noch was Interessantes drin? Not really what I was hoping for. Aber waren schon ein paar mehr Zombies, ja? Also. Okay. Ja. Obwohl das schon wieder so eine Weile her ist, deshalb weiß ich gar nicht. Es, ich finde, hat sich schon schwerer gespielt. No way I can cut this. Okay, ich muss das ausladen. Das will ich mitnehmen. War denn überhaupt Platz? So, und du meinst, ich muss das hier reparieren? Weiß nicht. Nö, also wahrscheinlich ich könnte nicht, es, aber da würde ich lieber das an die, ans andere Auto klatschen. So, ich packe hier mal die solchen Proben, habe ich mit hinten reingepackt. Dann kann ich die ja gleich nehmen. Zack. Du musst ja dann ja. Die Medizin da. Ich würde dann auch einmal nehmen. Kann ich jetzt ins Inventar gucken? Ja. Ein mittelmäßiger Schalldämpfer, der aus allen möglichen Ersatzteilen hergestellt wurde, reduziert den Lärm um 2/3 und halbiert die effektive Reichweite. Der Rückstoß wird leicht verringert. Die Anzahl der abgegebenen Schüsse, ehe die Waffe beschädigt wurde, wurde drastisch verringert. Achso, ein Schalldämpfer-Mod ist das, okay. Achso, du steigst schon aus. Na, ich will die Seuchenprobe, wollte ich bloß mitnehmen. Ja, ja, das war halt nur schnell da. Aber jetzt haben wir zumindest eins hier bei uns erstmal bereit. Genau, ja. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir das im Norden erstmal clearen. Was ist denn das? Hast du jetzt hier so geparkt? Ja. Ist doch 1A. Brauchst du denn eigentlich Schrauben und sowas noch? Für irgendwas brauchten wir das, aber frag mich gerade nicht für was. Okay, ich muss auf jeden Fall. Jetzt also müssen auf jeden Fall gucken, dass wir Munition und sowas kriegen. Benzinkanister kann rein, also hier Benzinrucksack. Munition brauchen wir eigentlich erstmal gar nicht. Medizin. Ja. Mach hin. Nur 4. Oh. Munition war man mir nicht jetzt schon an der Grenze. So, natürlich nichts, was du gebrauchen kannst. So, dann stelle ich jetzt mal kurz. Wo waren die da? Da. Meine Pistolen und Waffe ist irgendwie so ein bisschen kaputt. Guck grad mal, ob ich bei den anderen Waffen habe ich nicht so wirklich Munition. Könnt ihr die Sniper nehmen? Ich hab dir eine solchen Dings hier mal hingelegt. Ja. Obwohl, ich gebe dir mal 2, dann kannst du eins auf Dings auf. Ampulle, ja. Ach scheiße, jetzt habe ich 2 hingelegt. Zack. Muss ja eher halten. So, dann kannst du eins für die Zukunft gleich so mitnehmen. Ja. Zack. Und ich muss den. Kann ich den jetzt auf der Krankenstation schicken? Also ich habe jetzt Sniperwaffe und Pistole ausgerüstet erstmal. Obwohl die Pistole auch fast kaputt ist. Also ich bin jetzt bei 7,62 mm.
falls du da noch was im Lager hast. Was brauchst denn du für Muni überhaupt? Ach, das ist immer unterschiedlich. Also ich brauche jetzt die .22 und die 7,62. 7,62. Ja, ich habe ja auch ein bisschen was im Lager, was? So, ich pack die hier was hin, was ich habe. Dann guck du mal, was du noch brauchst. Na, ich habe ja jetzt gerade sie mit Pfeilen, aber ich stelle mal gerade die Munition noch her. Aber ich glaube, das Scharfschützengewehr könnte ich doch jetzt diesen Schalldämpfer-Mod draufpacken, oder nicht? Ich habe sogar zwei. So, du kannst das auch nur auf Waffen machen, die das anzeigen, dass du es draufpacken kannst, okay. Brauchst du noch normale Armbrustbolzen, oder? Habe ich jetzt erstmal noch. Weil da habe ich noch 12 Stück. So, erstmal wechseln, zack. Hauptwaffe muss ich tauschen. Okay. So, welches Seuchenherz hast du jetzt noch gemeint? Bitte? Welches? Nein, ich meine, wir sollten vielleicht generell dann erstmal im Norden den. Die drei. Das Norden alles clearen dann. Was so? Da rennen schon wieder so ein Trupp Verseuchte dran vorbei. So, was war das? Gemeinschaft. Da kann ich wechseln. Kann ich das überall dann immer wechseln, oder? Oder nur, weil ich jetzt hier drin stehe? Das weiß ich nicht, ob man das auch mittendrin... Das habe ich noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Und dann ist die Frage, ob du dann automatisch wieder in die in der Basis spawnst, oder... Das weiß ich auch nicht. Ja, theoretisch, wenn wir jetzt im Fight sind und du bist da irgendwo weiter weg. Vor allem, wie bescheuert sieht denn das aus mit dem Schalldämpfer? So ein riesen Ding da vorne dran. Kann ich alles nicht lernen hier? Oder scheiße. Vor allem nach vorne raus haben wir auch so gut wie gar keine Verteidigung, ne? So, ich würde jetzt... Okay, das brauchen wir nicht unbedingt. Nee. Ray, it's Lily. Alexis told me she's been trying to reach you about some problem with one of our communities in Trumbull. Is everything okay? Und jetzt will ich hier mal meinen Charlie austesten. Alright then. Keine Zombies in der Nähe. Ich kann, doch, ich baue eine Werkstatt, würde ich sagen. Ja, eine Werkstatt brauchen wir ja. Es gibt einen Haufen Kram, was ich hier bauen könnte. Gut. Siehst du hier irgendwo in der Nähe einen Zombie? Wieso, was willst du? Sonst schieße ich jetzt einfach mal so in die Luft. Ist ja trotzdem mega laut. Ja, ich hab's gut hören können. Ja, das war jetzt mit Schalldämpfer. So. Ias hat sich von der Ermüdung erholt. Nice. Richtig kranke Sau. Bei dir ist hat noch irgendwas am Schädel. Geht das automatisch weg?
Das weiß ich nicht. Wenn du nicht spielst, wahrscheinlich. Gut, wie lange dauert der Ausbau noch von der Werkstatt? Bestimmt ein paar Minuten, oder? Basiswerkstatt, 4 Minuten. Okay. Dann folgende Pause, ne? Spitze, bedanke dich. Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.